Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des erfolgreichen Trendtradings. Hier ist wieder Marco vom Trading Duo mit deiner neuen Analyse. Es gibt eine neue Woche, eine neue Liste und neues Glück. Und demzufolge möchte ich hier zwei Werte mal präsentieren aus unserer Liste, die wir herausgesucht haben. Und das sind einmal Vivendi und Iberdrola. Aber bevor wir damit loslegen, wie jede Woche die Sektorenmatrix wollen wir kurz mal bearbeiten. Was haben wir hier? Wir haben hier im Prinzip in den Gewinnern relativ wenig Veränderung oder in den stärkeren Märkten Consumer Discretionary, Industrial und Materials. Hier gab es nur einen kleinen Rangfolgewechsel. Ja gut, das ist jetzt nicht dramatisch, der eine ist ein kleines bisschen stärker als der andere. Aber die schwachen Werte, das sind nach wie vor Financial, Real Estate und Energy. Wir haben jetzt natürlich, Financial kam jetzt von Platz 7 runter auf Platz 9. Von daher, wir haben Financials schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder unten gesehen. Also da scheint nicht so richtig der Druck zu kommen. Und ja, müssen wir gucken. Energy ist natürlich spannend, wie es in der nächsten Zeit weitergeht. Der Ölpreis geht ja so ein bisschen seitwärts. Da warte ich immer noch so ein bisschen, bin noch in Lauerstellung, dass wir da vielleicht mal so ein bisschen oberhalb der 45 gehen, vielleicht auch mal in den Bereich der 50 Dollar. Das wäre schon mal recht spannend. Mal sehen, was hier so die nächsten Tage und Wochen passiert. Aber nichtsdestotrotz, wir fangen an. Fangen wir erstmal an mit Vivendi. Wir haben hier Vivendi im Wochenchart, das heißt eine Kerze, eine Woche. Vivendi ist ein Telekommunikationsanbieter, dementsprechend unter den, was hatten wir gesagt, Telekommunikation finden wir Communication Service momentan auf Platz 7 ein bisschen gefallen. Das macht aber nicht wirklich viel, ja, weil wenn ich mir die Aktie hier einfach mal angucke, dann sehe ich doch schon, was hier los ist. Wir haben einen riesengroßen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend immer wieder gepaart mit oder läuft immer wieder sauber in einem Trend, hier in einem Aufwärtstrend bis in diesen Bereich. Ja. Dann hatten wir kurz einen Trendbruch und wir wissen alle, was das hier ist. Das ist der, ich nenne ihn Corona-Crash, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das ist die eine Seite. Die nächste Seite ist aber, ja, wir sind quasi in einem Aufwärtstrend und haben hier einen Trendbruch bekommen, aber der Markt bewegt sich wieder nach oben. Okay, und genau das ist der Punkt, was ich hier betrachten möchte. Wir bewegen uns wieder nach oben. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, von wo kommt denn der Kurs? Und da haben wir es. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz spannender Moment, den wir hier sehen. Und zwar haben wir hier oben einen Dreifachtop, würde ich mal sagen, als Chartformation. Wir haben hier die Nackenlinie bei 22,70. Also hier wäre ein Verkaufssignal gewesen, ganz klar. Aber weil wir hier oben eine obere Umkehrformation haben. Wir erinnern uns, wir haben einen Aufwärtstrend. Und nun ist irgendwann Schluss. Der Markt kommt an seine Grenzen an der Oberseite. Und das sieht man recht deutlich, indem wir das erste Hoch ein zweites Mal anhandeln, es nicht schaffen, hier rüber zu kommen. Und das dritte Mal handeln wir es wieder an. Nur temporär durchgehandelt. Und in der nächsten Woche ging es sofort wieder nach unten. Und spätestens hier müsste jeder wissen, dass dieses Hoch hier nicht mehr läuft. Ja, dass es hier keinen Ausbruch gibt, dass es hier oben nicht funktionieren kann. Ja, von daher, ja, wenn ich auch sehe, wenn ich mir hier das Volumen anschaue in diesem Bereich, ich zeige das mal ein bisschen deutlicher, ja, was wir hier für diese beiden Wochen, das ist hier diese beiden kleinen Histogramme, das sind diese beiden Wochenkerzen, dann sehe ich schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Hier ist keine Kaufkraft mehr vorhanden und dann fängt der Markt an runterzulaufen. Wenn ich es mir im Tageschart anschaue, dann sehe ich relativ deutlich, dass wir hier ein schönes 1, 2, 3 bekommen. Also ein untergeordnetes Verkaufssignal für denjenigen, der die Markttechnik so ein bisschen beackert, so wie ich. Ja, P1, P2, P3, das würden wir auf dem Tageschart sehen. So, und das bedeutet für uns geneigten Analysten und gern Hinsehenden, ja, was haben wir hier? Hier bildet sich eine, spätestens hier muss ich erkennen, dass sich hier eine obere Umkehrformation bildet, die sich dann bei dem Bruch von 22,70 auch noch vollendet. Wir haben einen regelkonformen Ausbruch, wir haben hier einen regelkonformen
Auflösung, reticulareformer Auflösung der Formation, sogar mit einem erheblichen Volumenanstieg. Von daher ist hier alles in Ordnung, das Ding funktioniert. Wir sehen ja auch, wo es hinläuft. Ja, und spätestens hier hätte jeder aus diesem Markt raus sein müssen. Ja, jeder, der hier unten noch versucht zu verkaufen, ist eigentlich, naja, arm dran, muss ich mal sagen. Ist leider so. Aber wie gesagt, die Charttechnik sagt es uns, die zeigt es uns. Ja, und das ist hier die Verkaufskerze. Die Woche vom 24.02., also die 9. Kalenderwoche, also noch deutlich bevor bei uns Corona überhaupt eingetreten ist. Hätte man das mit der drohenden Corona-Pandemie, Epidemie, die in unsere Richtung unterwegs ist, hätte man das erkennen können. Ja? So, das ist aber erstmal die eine Seite. Ja? Ein bisschen Informationen über die Charttechnik müssen wir natürlich auch bieten. Und hier sehen wir wieder was anderes. Also wir haben hier ein Aufholen dieser Abwärtsbewegung. Wir haben den Kurs fast komplett bis auf wenige Cent hier oben wieder aufgearbeitet. Nun müssen wir natürlich schauen, was passiert hier. Ist das A wieder so ein Anhandeln und wir laufen hier weiter runter? Ja. Das heißt, wir handeln hier mit diesem Shooting Star Pinbar, eigentlich eine obere Umkehrformation, handeln wir das Ganze an und wir fallen wieder. Glaube ich nicht. Ich glaube es einfach nicht und ich kann nicht sagen, warum. Weil der Christian sucht uns nur Aktien raus, die gut sind. Das sind nur Aktien, die trendstark im Trend laufen. Also wo auch das Volumen stimmt. Die Umsätze zum Kursverlauf passen. Und das ist so ein Wert. Und deshalb glaube ich, dass wir hier vor einem starken Ausbruch an der Oberseite stehen. Wir schauen mal ganz kurz in den Tagesschart rein. Da sehen wir es vielleicht noch ein kleines bisschen deutlicher, was ich euch zeigen möchte. Und zwar haben wir eine Widerstandszone. Die bildet sich so aus diesem Bereich heraus. Aber man kann sie noch ein bisschen härter zeichnen und kann diese hier noch als letzte mit reinnehmen. Ja, und dann haben wir hier ein Einhandeln. Der Markt kam zurück und dann haben wir hier ein zweites Einhandeln. Und da kam der Markt gestern ganz massiv zurück in der gestrigen Tageskerze. Und nun glaube ich, dass wir hier oben durchgehen. Ja, das bedeutet für uns natürlich im Trading, wenn wir hier oben über dieses Hoch hinauslaufen, na, das heißt, wo ist meine Linie? Das heißt, wenn wir hier oben über die 2561 drüber gehen, gehe ich mal davon aus, dass wir die 2568 in einem Rutsch mitkriegen. Deshalb ist meine grundlegende Idee für diesen Markt, dass wir hier hochgehen. Nochmal korrigieren, okay, weil wir sind hier relativ lange gelaufen, dass wir hier in diese Unterstützungszone reinlaufen und dann weiter nach oben laufen. Ja? So, okay. Soweit erstmal zu diesem Wert. Schauen wir uns jetzt Iberdrola an. Iberdrola hier im Wochenchart ist ein Versorgungsunternehmen, Energieversorgung eigentlich nicht so richtig gut. Ist ein spanischer Wert. Mal gucken, was da los ist. Ja, wenn wir die zusammenschrauben, dann sehen wir haben auch hier einen extrem langen Aufwärtstrend in den letzten 8 Jahren. Und das ist auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Das muss man erstmal hinbekommen. Also ist hier Potenzial in diesem Wert. Ja, wir haben jetzt zwar auch unseren Trend gesehen, unseren Aufwärtstrend hier, trendische Phasen, ja, Bewegung, Korrektur, Bewegungsphasen, Korrekturphasen. Jetzt haben wir hier einen Trendbruch und hier eine Wiederaufnahme des Trends. So. Das ist eine ganz interessante Geschichte, aber mich interessiert jetzt hier nicht, weil wir hier oben rüber sind. Wir haben hier schon so etwas Ähnliches wie gerade bei Vivendi gesehen. Ja, wir haben hier eine Widerstandszone, haben hier den Ausbruch nicht ganz geschafft, schaffen es aber diesmal ein bisschen weiter. Und jetzt sehe ich hier aber noch eine ganz andere Geschichte. Und zwar die Kaffeetrinker unter euch, die werden das bestimmt kennen. Es gibt nur eine Trendfortsetzungsformation, die nennt sich Cup with Handle. Ja, das ist die Tasse und das ist der Henkel. Und diese Unfallformation, genau das sehen wir ja hier. Ja, hier haben wir die Tasse, hier haben wir den Henkel. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Formation, Trendfortsetzungsformation, weil normalerweise müsste hier jetzt der Ausbruch erfolgen in diesem Bereich und dann hätten wir hier eigentlich ein Kaufsignal und hier könnte die Aktie dann richtig schön nach oben schießen. Das Kaufsignal würden wir dann bekommen hier bei 11,51, wenn wir diesen Bereich hier stark durchhandeln. Wir sehen ja im Verhältnis zu dieser Bewegungsphase hier, ja, haben wir hier unten auch im
Volumen ein bisschen abgenommen, also das Charakter hier, ich zeichne es euch nochmal ein. Ja, hier haben wir die erste Bewegungsphase, hier haben wir doch einen schönen Volumenanstieg. Der geht dann wieder runter und dann haben wir im Prinzip hier diese Korrekturphase. Die deutet sich auch mit relativ schwachem Volumen an und da gehe ich davon aus, dass wir hier nochmal einen schönen Ausbruch nach oben sehen. Ja, und dann auch einen Trendaufbau so in der Oberseite, so wie er sich gehört. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg beim Traden. Wenn ihr uns gewogen seid, gebt uns mal den einen oder anderen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Dann abonniert auch den Kanal, drückt auf die graue Glocke, dann seid ihr immer up to date, wenn bei uns wieder ein Video online ist. Der Christian wird euch unten drunter noch unser Videolehrgang verlinken, damit ihr auch wisst, wie wir solche Sachen hier handeln, die in unserem Wikifolio Trendbulle drin sind. Da ist ein kompletter Lehrgang, der ist mehrstündig und da wird alles gezeigt. Wir legen alles offen, unsere gesamte Strategie vom Scannen bis zur Watchlist, bis hin zum Handeln, Risiko, Money Management und Trade Management. Ja. Schaut es euch an, holt euch das Video und lernt, wie wir hier managen. Im Portfolio sind wir ja gerade, habe ich vorhin geguckt, beim Trendbullen bei 14% wieder. Oh, wir steigen wieder aufwärts. Also ich bin da guter Dinge, dass wir zum Jahresende hier auch noch ein bisschen was hinkriegen. Vielleicht gibt es ja auch eine Jahresendrallye, die müssten wir ja auch nochmal bedenken. Denkt an den Halloween-Effekt Ende Oktober. Da gehen die Märkte meistens in eine Aufwärtsbewegung rüber, zumindest saisonal betrachtet. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das in diesem Jahr auch bekommen. Und in dem Zufolge wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg beim Trading. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Tschüss. Einen kleinen Hinweis möchten wir euch zu unserem Seminar geben. Wir befassen uns intensiv mit dem Trendhandel und unsere jahrelange Erfahrung haben wir in einem zweistündigen Online-Seminar zusammengefasst. Dort werden sämtliche Handelsregeln ohne Vorbehalt im Video ausführlich erklärt. Die Besonderheit unseres Handels ist die Trendbeständigkeit. Ja, wir positionieren uns nur in Aktien, die sich in einem besonders stabilen Trend befinden. Und so erreichen wir auch eine messbar höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Natürlich zeigen wir euch im Video den detaillierten Ablauf, wenn wir in eine Position ein- oder aussteigen.